Auf Platz 5, freundlich und höflich sein. Klar, ihr wollt sie doch nicht abschrecken. Ihr wollt sie doch kennenlernen und wollt euch doch von eurer besten Seite zeigen. Also deswegen bleibt immer freundlich und höflich. Sagt Danke, Bitte. Platz Nummer 4. Interesse zeigen und aufmerksam sein. Wenn ihr da die ganze Zeit sitzt mit eurem Handy und SMS schreibt die ganze Zeit und ihr lasst sie halt nur die ganze Zeit reden, das ist total interessenlos, unaufmerksam und, wie ich auch finde, sehr, sehr respektlos. Platz Nummer 3, auf jeden Fall auch ganz wichtig, Augenkontakt halten. Sie angucken. Wenn ihr mit ihr redet, guckt sie an. Natürlich nicht anstarren, aber haltet Augenkontakt. Sprich mit den Augen. Augen sagen mehr als 1000 Worte. Sisi. Platz Nummer 2 ist, ein gemeinsames Gesprächsthema finden. Es geht gar nicht, wenn ihr jetzt zum Beispiel Kfz-Mechatronikerin seid und eure Date-Partnerin ist Tierärztin. Ja, so Tierärztin. Und ihr redet die ganze Zeit über Autos und dies und das und bla. Und die gegenüber interessiert sie überhaupt nicht. Findet ein gemeinsames Gesprächsthema, zum Beispiel, ach, der Kellner ist ja mal mega unfreundlich. Ja, ne? Also so fängt Smalltalk an. Und aus Smalltalk wird dann meist immer ein bisschen mehr und man hat halt ein gemeinsames Gesprächsthema, worüber beide sich unterhalten können. Fangt bloß nicht an, beim ersten Date über Geld und Religion zu reden. Ich finde, das sind halt einfach Gesprächsthemen. Die haben auch beim ersten Date nichts zu suchen. Meine persönliche Nummer uno, finde ich, ist auch wichtig, sehr, sehr wichtig, ein paar dezente, kleine, nette Komplimente zu machen. Das kommt immer gut an, wenn sie wirklich dezent sind, so, ach, du hast, also es muss ja auch nicht kitschig sein, zum Beispiel, oh, deine Haare sitzen ja echt toll, ne? Und nicht da, ey, voll die geilen Möpse hast du. Das kommt nicht so gut an, es ist nicht dezent, es ist aufdringlich und lieber sagen, du hast Haare, also du hast, deine Haare sehen heute gut aus oder, oh, du hast aber schöne sinnliche Lippen und ja, irgendwie sowas. Halt was Dezentes, was nicht zu aufdringlich ist. So, jetzt sind wir bei der Top 5 bei den schlechten Dingen bei einem Date, die ihr nicht machen solltet. Die euch wirklich nur Minuspunkte bringen, die keinen guten Eindruck machen und einfach total auch unangebracht sind. Nummer 5. Auch wenn ihr es gut meint, aber bringt kein Geschenk beim ersten Date mit. Das geht gar nicht. Ich weiß, auch wenn ihr es gut meint und sagt, ach, bringe ich ihr doch mal eine rote Rose mit. Rote Rose? Nein. Rote Rose heißt Liebe. Und Liebe heißt Liebe. Ihr könnt beim ersten Date könnt ihr nicht von Liebe reden, deswegen also bringt lieber erstmal gar nichts mit. Platz Nummer 4 ist die ganze Zeit über sich sprechen. Bla bla, ich mache dies, bla bla, ich mache das. Also wirklich die ganze Zeit nur über sich sprechen und eure Dating-Partnerin noch nicht mal was fragen oder irgendwie sie dazu kommen zu lassen, von sich zu erzählen. Also wirklich die ganze Zeit nur über sich zu reden. Klar, man muss sich präsentieren und einen guten Eindruck machen. Deswegen erzählt man ja auch von sich. Aber doch nicht die ganze Zeit, was du machst und... Nein, geht nicht, ne. Platz Nummer 3 beim ersten Date, wenn ihr jetzt doch wirklich in eine Cocktailbar geht oder in ein Café, wo es alkoholische Getränke gibt und ihr sitzt da und ja, es gibt welche, die sind halt schüchtern und müssen sich vielleicht ein bisschen Mut antrinken, aber wenn es so weit kommt, dass ihr da total besoffen sitzt, ist es einfach nur eklig, also es wirkt nicht gut, nein, nicht gut. Platz Nummer 2 der No-Gos bei dem ersten Date ist den oder die beste Freundin mitbringen. Warum? Es gibt's wirklich Leute oder Mädels, die bringen ihre beste Freundin mit zum Date. Ich meine, die hat doch da gar nichts zu suchen. Was? Das ist blöd. Ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein Date und sie bringt ihre beste Freundin mit, dann weiß ich nicht, wird das
dann ist es für mich gar nicht wie ein Date, sondern einfach nur eine Verabredung. So, man trifft sich so. Aber jetzt, wenn die beste Freundin einen dann noch beäugelt die ganze Zeit und guckt, was ist denn das für einer? Ne? Weiß ich nicht. Also, ich würde das total unangenehm finden. Also, bringt ja nicht eine Freundin mit zum ersten Date. Nein. So, Platz Nummer 1 bei den No-Gos bei Dates ist, über die Ex-Freundin zu sprechen. Die hat überhaupt nichts zu suchen. Redet nicht über sie, egal wie scheiße sie war oder wie toll sie war oder wie sie euch enttäuscht hat und so. Redet nicht über die Ex-Freundin. Außer, ihr werdet gefragt. Wenn ihr gefragt werdet, antwortet kurz und knackig darauf. Zum Beispiel, was war denn deine Ex-Freundin vom Beruf? Ja, Maler und Lackiererin. Fertig. Weiter nicht drauf eingehen. Also, das kommt gar nicht gut, die ganze Zeit über die Ex-Freundin zu reden, weil eure Date-Partnerin, ich denke mal, bewusst oder unbewusst, versucht sie sich ja noch halt auch dran an ihr zu messen, wenn sie Interesse an euch hat. Deswegen redet nicht die ganze Zeit über die Ex-Freundin. Das ist, geht gar nicht. Geht überhaupt nicht. Nee, nein, no, nada, niente. So, das war die Top 5 der guten und der schlechten Dinge. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Auch wenn ich heute ein bisschen aufgedreht und komisch drauf bin, aber ich hoffe, das hat jetzt keinen allzu negativen Einfluss heute. Heute ist einfach ein komischer Tag, finde ich bisher. So, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht was draus. Genießt die Sonne, genießt das Wetter, genießt einfach alles, genießt den Tag.